made of. Was geht's hier, liebe Leute? Willkommen zurück zu Let's Play Ina Summer Level 2 Feuersturm hier bei Crush 40 Freak 89. Ja, wir finden uns wieder beim Titelbildschirm, denn seht ihr auch das, was ich sehe neben der Vierermannschaft? Das Blitzsymbol. Wir haben Kapitel 10, das finale Kapitel abgeschlossen, doch so ganz ist es noch nicht vorbei. Wir haben zwar die Story schon durch, aber es gibt vielleicht noch ein paar kleine Nebenmissionen. Und das wird für mich ab jetzt blind sein, weil da habe ich dann aufgehört weiterzuspielen in Eissturm. Und wir dürfen schon mal gespannt sein, was uns da erwarten wird. Ich weiß nicht, ob ich da alles machen werde. Ich wüsste auch nicht, was jetzt alles kommen wird, aber wenn ich dann keine Lust mehr habe, wenn es dann vorbei ist, dann ist es vorbei. Damit müsst ihr klarkommen. So, weiter geht's. Und los. Wir bekommen anscheinend einen Anruf. Oh, das ist der Trainer von der Maritimes. Hallo Leute, wie geht's euch allen? Hey, diese Stimme. Wer bist du, Mann? Was heißt der, wer bist du? Ich bin ein Trainer von der Maritimes. Ups, natürlich. Entschuldige vielmals, was geht ab, Mann? Ich habe einige Teams gefunden, die gerne ein Freundschaftsspiel gegen euch machen würden. Ich dachte, ihr wollt vielleicht gegen ein paar stärkere Teams antreten. Kommt einfach zu Maritimes und sagt mir Bescheid, wenn ihr Interesse seid. Nur so nebenbei, Harley. Ist Rains Trainerin hier, sie könnte... Freundschaftsspiele? Super, da sind wir auf jeden Fall dabei, Trainer. Bis bald. Alter Schwede, du musst ja immer mit der Trainerin flirten. Jetzt gilt es zwar noch für die letzte Schlacht, sich bereit zu machen, aber wir machen es jetzt auf zu Maritimes. Das war ja in Okinawa, oder? Ja. Dann mal auf zu Maritimes. Ich bin schon mal gespannt, was dort uns dort erwarten wird. Gegen stärkere Spieler, so wo ist er? Da. Er wollte uns... Irre, Mann, du hast es geschafft. Wirst du die unglaubliche Fußballtour ausprobieren oder deine bisherigen Ergebnisse ansehen? Schauen wir mal die unglaubliche Fußballtour. Royal Divinity A? Und hier Roboterwache und Neo Royal. What the F, was sind das für Mannschaften? Okay, Trollolol. Das ist also nur eine Fußballtour. Aha. Boah, ich dachte schon, dass es was Großes wäre. Na schön, wir versuchen da mal ein Spiel. Ich würde sagen, wir probieren es mal gegen die Roboterwache. Mit dem Story-Modus-Team natürlich. Da wollen wir mal. Gut. Ich bin auch schon mal gespannt. Dieses eine Spiel spielen wir noch. Also wenn es nur diese Fußballtour ist, dann... Es ist ziemlich schwer mit Roboter zu kommunizieren, weil verstehen sie ja die Fußballsprache. Na schön, Rayman vs. Roboter Reloaded. Wahrscheinlich sind die um viele stärker geworden, aber wir werden unser Bestes tun. Okay. Nach diesem einen Spiel wird es dann Schluss sein. Dann habe ich wirklich beschlossen, dass wir Schluss machen, weil... Naja. Ihr könnt mir aber gerne in den Comics mitteilen, wie ich zum Beispiel noch... ja, das habt ihr bestimmt schon getan, aber... Dieser Part ist ja noch aufgenommen worden, bevor dieser Part kommt, an dem ich jetzt mich gefragt habe, wo ich Xeen finden sollte beim Abwehren. Könnt ihr mir gerne in den Comics mitteilen. Darüber würde ich mich sehr freuen, das wollte ich sagen. Mann, oh Mann. Heidewitzka. Können wir Mark jetzt eigentlich schon mal umtauschen? Ja, jetzt darf er mal die Ersatzbank. Und, ja, Let's Chance hat sogar noch bessere Werte. Da darf mal Mark zur Abwechslung auch mal aufs Feld gehen. Und er soll auch eher jetzt Frost mal hier rauskommen, weil Zeki ist zwar auch nicht schlecht. Oh, der hat sogar einen Haufen Schusskraft. Aber Axel und Frost sind ja eigentlich ein Stürmer in diesem Team. Also sollte ich auch den Stürmern Platz machen. Und ich setze auch mal... Ja. Okay. Die sind ja alle schon recht stark, meine Mannschaft. Also die haben es drauf. Die haben wirklich super Werte. Kann man nichts anderes sagen. So, dann wollen wir mal. Weiter geht's. Die Roboterwache. Ich bin mir mal gespannt, wie stark die jetzt eigentlich sind. Ja, geht so. Also, gegen die können wir auf jeden Fall gewinnen. Denke ich mal. Aber ich darf sie nicht unterschätzen, weil man wirklich, wenn ich das jetzt sage, kriege ich dann als nächstes eine aufs Maul. Okay.
Aber zum Glück können wir jetzt endlich mal jederzeit den Torwart austauschen. Oder geht es während das nur während dieser Freundschaftsspiele und nicht während der Story? Weil ich möchte Mark schon austauschen, dass ich vielleicht einen ganz anderen Torwart finden kann. Oh fuck, das war scheiße. Na egal. Jetzt muss es aber mir gelingen. Jetzt habe ich ein bisschen unkonzentriert. Gretchen, warte, F. Gretchen, komm. Schnapp mit dir. Bam. Ah, schnell zu Set. Und jetzt nach vorne mit ihr. Okay, vielleicht möchte Axel lieber den Ball. Und schießt. Jawohl. Aber Nachteil. Aber mit, ich denke, mit Feuersturm. Oder setze ich doch lieber Blitztrampolin an. Das wäre ein Vorteil eher. Oder zumindest gleitet es den Nachteil aus. Bumm! Schauen wir mal, wie gut das wirkt. Er setzt den Raketenschlag ein. Und gucken wir mal, ob es reicht. Yo! 1:0! Jawolski! So haben wir es doch gern. Ja, sorry Leute, dass es mit diesem Part schon zu Ende geht, aber... dass ich zumindest euch zeige, wie das jetzt so abläuft bei dieser Fußballtour. Wenn man nämlich die Fußballtour gewinnt und alle Mannschaften schlägt, dann bekommt man einen Preis. Und wenn man sie sogar alle mit S-Rang, also mit mindestens 5 Toren Vorsprung, schlägt, dann bekommt man ja einen noch besseren Schatz. Das weiß ich noch von der Fußballtour mit, ich weiß nicht mehr, wie der hieß. Der Busfahrer, sag ich mal. Egal. Okay, dann soll jetzt Frost schießen und rein mit dem Leder ins Netz mit... Ja, ewiger Eiswind reicht auch aus. Das ist ja ein Vorteil, sein Schuss. Er ist ohnehin ein Vorteil, also geht der Ball auch rein. Okay, für diesen einen Part werde ich dann noch, kleine Überraschung. Nach diesem Spiel ist es noch nicht zu Ende. Dann werde ich dann noch gegen eine dieser anderen Mannschaften spielen, die was da drauf sind. Aber ich werde nur eine aussuchen, ich werde nicht gegen beide spielen, damit das klar ist. Nee, weil da könnt ihr battlen und flehen, so viel ihr wollt. Das wird nicht der Fall sein, dass ich noch mehr spiele, weil... wenn ich keinen Bock mehr drauf habe, habe ich auch keinen Bock mehr drauf. Außerdem möchte ich dann bald ein neues Let's Play aufnehmen. Was dann kommen wird. Aber es hat nichts mehr mit Inazuma zu tun. Ich glaube nicht, dass es in näherer Zukunft Inazuma geben wird. Nein. Wahrscheinlich werde ich auch nicht Inazuma Eleven 3 Let's Playen, weil dann müsste ich das mit Cam aufnehmen, weil ihr kennt ja diese Emulator-Geschichte. Der Schiedsrichter ist ein Asi. Ja, ich will es jetzt nicht wegen einer blöden Kameraaufnahme machen. Weil die sieht nicht schön aus. Und wenn ich es über, ihr wisst schon was, mache, dann, kennt die Emulator-Geschichte, dann riskiere ich vielleicht Strafe zu bekommen, weil ihr kennt es ja, dass es nicht nicht gerade sinnvoll ist, dass man das downloadet. Ich glaube, ihr versteht mich, okay? Ich bin ja gegen Piraterie allgemein. Und da möchte ich nichts riskieren. Okay, da lasse ich lieber Frost schießen, weil Axel hat keine TP mehr. Habe ich da auch einen? Frost hat auch kaum noch TP. Alter Schwede. Der braucht echt etwas mehr. Die Techniken brauchen auch viel zu viele Punkte. Wollen wir mal schauen, ob ich es auch gleich einen S-Rang schaffe. Das wäre echt episch. Bam. Chester. Aber wenn die anderen Mannschaften auch in selben Level haben, dann müssten wir doch eine gute Chance haben gegen sie. Denke ich mal. So. Jetzt wechsle ich mal, bevor die nächste Halbzeit beginnt, wechsle ich mal schnell aus. Hier kommt er und... ja, ich habe ja keinen weiteren Stürmer. Wenn, dann müsste das Mark übernehmen. Der müsste dann entweder mit magischem Haupt oder mit dem Planetenball angreifen. Eigentlich schade, dass man die, dass man deren Techniken nicht oft genug einsetzen kann. So, aber jetzt kommt noch, ja, Afrodi, der darf auch noch ran. Auf jeden Fall. Okay, so viel mal dazu. So, ja, ich wusste es ja, die erste Halbzeit ist schon vorbei. Und wir können die nächste Halbzeit beginnen.
Vielleicht schaffen wir da auch noch mindestens 2 Tore, weil das wäre wünschenswert. So, und Grätsche. Ach man. Muss denn das sein? Ist doch vollkommen unnötig, Mann. So, aber jetzt Klingenangriff. Ja. Jetzt auf einmal hätte ich es nicht gebraucht, aber egal. Solange ich den Ball immer wieder bekommen kann. So. Und hier. Und da. Und noch Heartland. Jetzt zu Sharp und jetzt Flori. Ey, lasst mir doch den Ball. Ach, ich hasse dieses Aber. Ich weiß nicht, wie ich das abwehren soll. Ich wünschte, ich könnte das abwehren irgendwie. So, Flori, das war abseits. Ich wusste es ja. Verdammt, das war scheiße. Ich hasse das. Ich hasse abseits. Diese Regel. Das ist echt ist echt beschissen. So, aber jetzt muss er nach vorne. Oder Seki darf zumindest mal schießen. Ja, zum Glück. Und Schuss. Zeit für den, ja, Aufpraller, weil Raketenschuss ist ein Feuerangriff und das wäre ein Nachteil. Und Schuss. Bam, bum, bam, bum, bam. Zack, zack, bum. Peng. Und drin. Ja, deinen Raketenschlag kannst du ja sonst vorhin stecken. Der wird dir nicht helfen. Jo, und schon hat er keine TP mehr. Jetzt können wir ihn auch mit normalen Schüssen beschießen. Aber wir bleiben erstmal bei den normalen Schüssen. Also auch bei den anderen Schüssen. Ich frage mich, ob auch Eric mal einen ziemlich starken Schuss erlernen kann, weil Ehrenfeld ist ja bei ihm noch frei. Er hat schon eine ziemlich starke Schusskraft, aber ja. Wow, das war knapp. So. Frody, jetzt. Ich hasse das! Wenn ich passen möchte, dass er ständig kriegt den Ball. Wie soll das gehen? Wie soll das abwehren? Na toll, super Scan. Hätte ich bloß eine Defensivtechnik für Heartland aufheben sollen. Aber die Riesenpirouette, die hätte zwar zu ihr gepasst, aber die kann er nicht nehmen. Die kann sie nicht bekommen. Das ist nur zum Beispiel was für den, wie heißt der nochmal, von der Royal King. Was? Das war klar kein Abseits. Der Verteidiger stand direkt daneben, du Spast. Boah, kannst mich mal. Ich brauche noch ein Tor, damit ich einen S-Rang kriege. Ich habe zwar schon so gut wie gewonnen, aber es ist mir lieber, wenn ich... Ja. Wenn ich einen S-Rang bekomme, da gibt es umso mehr Erfahrungspunkte. Weil vielleicht könnten noch ein oder zwei Level-Ups damit rausspringen. So, ist er jetzt. Und jetzt Frody. Und schießt. Ja, zum Glück kein verdammtes Abseits. Und göttliche Weisheit. Der Schuss muss auf jeden Fall reingehen. Und zerbusch. Ja, den Ball hältst du nicht. Und das 5:0 und der S-Rang ist gesichert. Ja, yeah, Baby. Alright. So haben wir es doch gern. Ja, deine Fehlermeldung wird dir nichts bringen. So. Ich zeige trotzdem keine Gnade. Vielleicht schaffe ich sogar noch einen weiteren Schuss. Nee, mit seiner Matrix-Fente verschwendet er nur Zeit. Boah, was anderes habe ich auch nicht erwartet. So. Jetzt geht schon. Jetzt aber kriegst du ihn mit Fintenball. Ja. Tch. Setz sowieso noch nicht meine Technik ein. Und das war's eh schon. Ja, Spiel beendet und 5:0. Das kann sich doch sehen lassen. Wir haben es geschafft. Wir haben gewonnen. Und tschüss. Ja, schau. Doppelt so viel Erfahrung. Nicht schlecht, damit gibt es einige neue Level-Ups. Aber leider nicht für Offroady zum Beispiel, der hat es am meisten nötig. Der hat den niedrigsten Level von allen. Und Banshan hätte auch bei einer Level 40 erreicht. Junge, jetzt fressen die ganz schön viele Erfahrungspunkte, das ist leider das Problem. Der Leistung, Mann, komm einfach auch bei mir vorbei, wenn du bei der unglaublichen Fußballtour teilnehmen möchtest. Wie schaut's aus? Ja, unsere Spieler sind wieder topfit. Also da findet aber jetzt diese unglaubliche Fußballtour statt, aber mehr auch nicht, weil ich habe gedacht, dass es noch eine Zusatzepisode gibt oder sowas in der Art. Echt schade, Mann. Wäre aber schon schöner gewesen, wenn noch mehr gewesen wäre. Ich schaue noch nach einem weiteren Gegner, ob doch jemand auftaucht und gegen mich kämpfen möchte. Es ist nicht eine von... Nein,
Dachte schon, das ist eine von Heartlands, ja, Teamkollegen ist. Teamkolleginnen. Wir dürfen den Unterschied nicht vergessen. Ja, weil sonst ragen mich noch die weiblichen Zuschauer unter euch. Okay. Ja, lockeren Liberos. Ich dachte an die Piraten. Die wären mir vieles lieber als diese lockeren Liberos. So, Axel schießt rein mit dem Volley. Hoffentlich, wenn nicht, dass das schon wieder schief geht. Ja, das ist ein Nachteil. Das kann auch... Oh, funktioniert trotzdem. Okay, damit ist das Level-Up zum Beispiel für Frodo jetzt gesichert, oder nicht? Komm, das muss doch was bringen. Jo! Level 37. So, jetzt gucken wir uns noch schnell nach einem weiteren Spiel um. Aber ich muss dran denken, selbst jetzt, wenn ich mindestens Level 50 habe oder so, muss ich... Boah, gibt es da ein Team, das ich bei der großen Fußballtour nie besiegen konnte? Die Zeus Junior High hat, ist da wirklich overpowered bis zum geht nicht mehr bei der großen Fußballtour. Die sind die letzten Gegner, die mir beim Eissturm noch gefehlt haben. Weil hier zum Beispiel... Und hier zum Beispiel weiß ich nicht, wie jetzt hier die ganzen Gegner sein werden. Wahrscheinlich bis Level 90 oder so. Mindestens möchte ich drauf wetten. So, hier gibt es die Royal Divinity und die Neo Royal. Was ist jetzt wirklich was? Ich schätze mal, ich probiere es gegen die Royal Divinity. Die klingt ganz schön stark. Ja. Auf jeden Fall spielen beginnen. Okay. Dann wollen wir mal schauen, was wir gegen die ausrichten können. Das ist tatsächlich King. Also ist es, hat es irgendwas mit der Academy, Royal Academy zu tun. Die Royal Academy ist unbesiegbar. Wir würden niemals gegen euch verlieren. Ha, wir finden Trainingsspiele sinnlos. Aber eins können wir gegen euch machen. Die Royal Academy, die Klasse, die Feinde, die haben sich zusammengeschlossen. Das wird ein ganz schön hartes Spiel. Was? Ach, das heißt... Roll, die waren jetzt, verstehe ich. Das sind zwei Mannschaften zusammen. Krass. Wir haben aber die Football Frontier gewonnen. Wir werden nicht verlieren. Royal Divinity. Raymond gegen Royal Divinity. Um Gottes Willen. Boah, ich bin mal gespannt, wie das aussehen wird, das Team. Ja, auf jeden Fall die Musik von der Royal Academy. Das ist schon mal... Krass. Boah, geil. Das möchte ich mir zu gern mal gucken, wie ich das jetzt hinbekomme. Okay. Dann bin ich mal gespannt, wie die aussehen wird. King ist auf jeden Fall im Tor. Aha. Ah, ich verstehe. Die ganzen Verteidiger... Und, Moment mal. Ah, auch Level 40. Also es geht noch in den Rahmen. Die beiden Brüder auf jeden Fall sind dabei. Martial Arts und Dirk Arts. Oh mein Gott. Wenn sie Level 40 sind, haben sie extrem harte Werte. Besonders... Er hat eine extreme Schusskraft. Taekwondo. Und Junior Fardream, der ist auch dabei. Und hier haben wir noch Telectual und Lee Dingliti. Also die... Also hier... Es scheint so, als übernimmt die Cloister Divinity den Angriff. Und die Verteidigung übernimmt die Royal Academy. Sehe ich das richtig? Ich denke, davon kann ich jetzt ausgehen. So ist es also. Na gut, dann werde ich mal schauen, was ich gegen die ausrichten kann. Ganz schön krasse Kombination, aber naja, jeder wie es einem beliebt. Kommt da ganz drauf an, wie man die Mannschaft aufgestellt hat. Man kann seine Mannschaft natürlich nach seinem Belieben aufstellen. Man sollte aber auch die Elemente zum Beispiel auch vermischen, dass sie nicht... Dass dann kein Fort-Nachteil besteht, wenn man nur auf ein Element basiert. Weil so hat jeder einen Vorteil gegenüber den anderen, kann man meinen. So, das Total-Power-Schild hat keine Chance gehabt gegen den Feuersturm. Und das erste Tor geht an die Raymond 11. Wow. Also das ist schon eine krasse Kombi. Also sowas sich einzufallen, das habe ich nicht erwartet. Aber wahrscheinlich erwartet uns am Ende entweder... entweder jetzt gerade in Eissturm das Team Prominence mit Gazelle. Aber hier in Feuersturm würde uns das Team... Ach, Moment, das Team Prominence ist ja... Ist ja von Torch, Feuersturm. Wie heißt denn nochmal das Team von Gazelle? Ich glaube, die...
Alter, ich habe den Namen vergessen. Aber egal. Könnt ihr mir vielleicht in den Comics schreiben, wenn ihr Lust habt. So, Eislauf Block. Jawohl. So ist es doch geil. Und bumm. Jawohl. Ausgetrickst. Selbst Eis. Das Eis ist kälter als das Feuer. Aber man, die Trikots sind ein bisschen zu gleich. Ich hätte vielleicht erst ein anderes Trikot hier verwenden sollen. Oh man, hin und her und her und hin und... Ja, toll. Ben Simmons nimmt mir den Ball ab, mein ehemaliger Teamkollege. Na, warte. Komm jetzt. Jetzt schnappt den sich einer mal. Banchan! Jetzt wird es Zeit, dass du dich gegen deine ehemaligen Teamkameraden durchsetzt mit der... Kehrsettling wäre wohl eher schlecht, weil das ist nämlich... Das ist schon... Da besteht schon eher die Gefahr, dass... Ja. Dass es einen Foul gibt. Also Windhose, schnell. Yo! Er schafft es auf jeden Fall, sich durchzusetzen. Und jetzt noch. Ab nach vorne. Vielleicht schafft es Axel erneut ein Tor. Schneller, schneller. Nein, das bringt nichts. Ich wollte diese Technik einsetzen. Weil wenn man auf den Spieler noch raufklickt, während er dribbelt, und wenn Gegner näher kommen, dann kann man einen Vektor machen, womit man kurz noch sprintet und den einen Gegner kurzzeitig betäubt, der auf einen zukommen möchte. Ich weiß nicht, wie man das nennt, aber es ist auf jeden Fall ein Dribbler, eine Technik, die garantiert klappen kann, wenn es geht. Ist eine Dribbeltechnik, die keine Technik ist oder sowas in der Art. Hat er das nicht schon vorher eingesetzt? Bumm. Aber das nützt ihm trotzdem nichts. Der Feuersturm ist dafür zu stark. Ist auch das Titel des Spiels. Aber jetzt muss Axel ausgetauscht werden. Er hat kaum noch TP. Zeit für Seki wieder im vollen Einsatz zu zeigen. Jawohl. Und weiter geht's. Das packen wir alle. Och man, jetzt kommt. Jawohl. Und jetzt findet den Ball. Oh, ich wusste es. Multidribbling ist zu stark. Multidribbling. Achso. Ey. Oh Mann. Flammtänzer muss ich aber durchsetzen. Jawolski. Und kabumm. Tschüss, Lutscher. So, da lädt dann nichts. Ja, Samford hier. Und jetzt nach vorne. Okay. Und jetzt schnell schießt Frost. Ja. Zeit für das Wolfsgeheul. Das packst du. Und tschüss, 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 tschüss. Rein mit den Leder ins Netz. Und nochmal Total Power Schild. Oh. Aha, das bringt dir nichts. Das ist schon das 3:0 in der ersten Halbzeit. Nicht schlecht, Herr Specht. Ich muss an meinen Rekord denken, wie viel ich mal gegen eine ganz läppische Mannschaft in der großen Fußballtour geschafft habe. Ein 10:0 habe ich bisher noch nie erzielen können, aber 9:0 maximal. Vielleicht habe ich es auch mal 10:0 geschafft, aber naja. Da habe ich gerade mal so Level 50 oder so gehabt. Ich weiß nicht mehr wie viel, aber schon so einiges es geht. Aber bis Level 99, da müsste ich ja wirklich stundenlang spielen. Und ich spiele hier garantiert nicht beim Let's Play bis Level 99. Könnt ihr mir erzählen, was ihr wollt? Nee. Aber ich habe vergessen, jetzt Frost auszutauschen. Egal. Klingenangriff. Jawohl. Bumm. So. Oh ja. Die Halbzeit ist ja sowieso bald vorbei, also bringt es sowieso nichts. Schattenattacke, was für eine Technik, Mann. Könnte man meinen, er hätte das von der Akal Junior High abgeguckt. Rage! Tschum, tschum, tschum. Bumm. Au, Mann. Was für eine Technik. Aber hat er nichts gebracht, er hat den höchstens seine TP verschwendet. Könnten wir mal aufhören rumzuhalbern? Oh nein, wir albern doch gar nicht rum. So. Gut. Afrodi, deine Chance. Ach nein, Heartland ist ja Stürmerin, also die muss nach vorn. Es geht ja auch so, man muss ja nicht unbedingt nur drei Stürmer und drei Mittelfeldspieler haben. Man kann es auch. Ja. Kann es auch so machen.
dass man mehr Mittelfeldspieler hat, weil die können ja trotzdem auch als Stürmer fungieren. Okay, und los. Auf dass es wieder gut geht. Okay, und jetzt Flammentänzer. Jawohl, trotz doppelt hat sich wieder Flammentänzer durchgesetzt. Ist auch klar, Feuer gegen Wald. Da brennt der Wald eher. So, hier. Okay, jetzt hoffentlich kann er sich mit Durchbrecher 2 durchsetzen und auch beim Schiri. Hoffentlich wird auch der Schiri nicht, sich nicht wieder einmischen. Bumm. So, jawohl. Und jetzt sitze ich... Ah, ich wollte noch einen Schusstechnik einsetzen. Defensivstreiche ist klar. Bam, 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 bam. Okay, und jetzt möchte ich meinen Schuss einsetzen. Den kann ich... Ja, ist klar, jetzt auf einmal. Wenn ich das gerade... Wenn ich gerade die Gelegenheit habe, dann meldet sich dieser bekloppte Schiri. Bumm. Große Klappe und nichts dahinter, gell? Und jetzt... Ja. Aber diesen Nachteil, das heißt also... Hau die Pille. Bumm. Zeit für ihre stärkste Technik. Tschum. Obwohl der falsche Schuss hat zwar mehr, aber ich denke, der geht auch so. Dachte schon, das Kraftschild wirkt, weil das hat jetzt etwas länger gedauert, aber es war wahrscheinlich nur ein kurzer Grafik-Lag. Egal, wir haben's. So, nur noch ein Tor und dann war's das. So, ich hoffe, jetzt kann ich mal mit Samford seinen Dreifachdrücker von der Ferne ausprobieren, weil das kann er nämlich auch. Ich hätte vielleicht doch Flammentänzer einsetzen sollen. Ei, der Witzka. Aber da ist dann zum Glück noch Sharp mit seinem Klingenangriff. Kein Problem. Bumm. So. Jetzt Samford schießt. Ach Mann, das gibt's aber nicht. Durchsetzen. Komm. Bom, bom. Ja, geh mir aus dem Weg, du Lappen. So, und jetzt. Zeit für den Dreifachdrücker. Ha, mit Bobby, Eric und Samford. Das ist ein Schuss, der sich sehen lassen kann. Und den hält er natürlich nicht. Und tschüss, Lutscher. Ja, deswegen ist Samford auch so praktisch. Er ist ein genialer Spieler. Ich wette, den konntest du gar nicht kommen. Hast gar nicht kommen sehen. Deswegen wundert es mich auch nicht, dass er bei Inazuma Japan dann mitspielen wird. Trotzdem weiß ich nicht, ob ich wirklich Inazuma Event 3 spielen möchte. Nee, Leute. Ich glaube nicht, nein. Ich will euch das ja nicht antun, weil ihr wisst es schon, da müsste ich es wirklich mit Cam aufnehmen, weil bei neuen Spielen ist es halt zu gefährlich über Emulator. Wenn, dann müsste wirklich die Wii U das rausbringen, was ich schon mal angeteasert habe beim letzten Part. Also ein DS- und 3DS-Player, weil dann könnte ich wirklich mit meiner HD-PVR... Oh, das war scheiße. Mit meiner HD-PVR das alles schön aufzeichnen, in bester Qualität. Ohne Probleme, aber... Pff, so sozial, ob das wirklich noch der Fall sein wird, ich glaube nicht, dass das jemals Nintendo umsetzen möchte. Leider. Aber schauen wir mal. Jetzt komm! Das schaffst du jetzt mit Super Scan. Ja, ist ein Vorteil. Und schwupps, weg. Gleich drei auf einmal aus, abgewehrt. Jetzt der Aufpraller. Der ist ja gegen Feuer im Nachteil. Und los! Jawoll. Den hält er bestimmt nicht. Da kann er noch so viel Kraftschilder einsetzen, wie er will. Und das war sein letztes. Und 6:0 gegen die Royal Divinity. Aber der Name passt wirklich perfekt zusammen. Also, echt geiler Name, muss ich sagen. Okay. Rachel. Bumm. Ja, war klar. Da kann er noch so viel Fouls verteilen, wie er möchte. Das Spiel ist gleich vorbei. Die letzten Sekunden laufen. So, noch eine weitere Grätsche. Ja, dein Mondsalto kannst du sonst wohin schieben. Wird dir nicht viel bringen. Gleich ist es vorbei. Und wahrscheinlich setzt es wieder ein, ja. Tschum. Hehe. Und aus 6:0. Ein neuer Rekord. Zumindest für dieses Spiel.
Okay. Das gibt wieder, boah, 708 Erfahrungspunkte. Da das reicht uns, ja, noch nicht mal für Floating Level Up, aber... Eric Elliott Phoenix! Geil! Endlich! Nein! Mit Startknopf kann man nämlich das Spiel beenden, aber das möchte ich auf keinen Fall. Krasse Kacke, hat er jetzt... Jetzt hat er tatsächlich den Phoenix drauf! Wie geil ist das denn? Haha, nice! Endlich! Diese Technik habe ich schon so lange gewartet. Ja, Frody braucht halt noch ein paar Levels, aber ansonsten geht es halt mit der Mannschaft. Ich meine, die Ersatzspieler sind auch nicht so schlecht. Janus wäre eher die beste Wahl, ähnlich wie Cheetah, Talisman, Eagle, Willy, auf keinen Fall. Aber man hat mir schon in den Comics geschrieben, dass der tatsächlich eine... Tatsächlich mit Level 99... ja, wie die Technik von Zeus Junior High, also den Gewitterengel lernen kann. Der Lappen vom Dienst. Oh, Gottes Willen. Ja, wenn ihr meint. Sticks. Pitchgern. Turner. Peabody. Magische Hand. Heiliger Bimbam. Comwell. Ben Simmons. Ja, sie alle sind ja nicht schlecht. Aber es gibt ja noch andere. Vor allem möchte ich wissen, ob ich vielleicht Nathan oder so wieder zurück ins Team holen kann. Naja. Ich weiß nicht. Naja, Leute. Ich habe es bereits schon gesagt. Das war's jetzt mit Inazuma Eleven 2. Soll ich noch ein Gesamtfazit zu dem Spiel abgeben? Ja, erstmal schauen wir mal in Sachen... Spielerliste, ob wir zum Beispiel Gegner 3, glaube ich, war es. Das ist die Zeus Junior High, kennen wir schon. Ah, wo ist sie denn? Vielleicht unter Gegner 1? Maritimes? Nein. Roboterwache, die Dark Emperors, da sind sie. Mit Thomas Feld. Und natürlich den guten Ironside. Jim Rave. Ah, der gute Kevin. Malcolm Knight. Ich würde mich so gerne mal freuen, dass ich den... Ich würde mich wirklich darüber freuen, wenn ich den mal abwerben könnte, weil der ist schon krass. Der gute Max. Nathan. Sam. Shadow. Der ist auch ein ganz großer... Spieler. Ich frag mich, zu welchem Team er eigentlich gehört hat anfangs. Weil. Ich habe ihn ja nur durch die Dark Emperors kennengelernt, aber war er. Hat er eigentlich auch zu einer anderen Mannschaft gehört, zum Beispiel? Vielleicht auch bei der Weltauswahl oder so? Keine Ahnung. Steve Grimm. Und der arme Timmy. Sie alle wurden durch die Kraft des Eliesteins. Ja. Zu diesen finsteren Kampfmaschinen. Jetzt möchte ich mal wissen, ob ich sie noch irgendwie abwerben könnte. Das wäre schon cool. Ich gucke mal dann am besten im Bus noch schnell nach. Und dann schauen wir mal, ob sie überhaupt abgeworben werden können. Das möchte ich euch noch zeigen vielleicht. Ah ja, wir sind schon alle topfit. Und dann beende ich dieses Let's Play. Währenddessen möchte ich mein Gesamtfazit abgeben. Also grafisch, höchstens kommen da die ganzen 3D-Animationen, wenn da irgendwelcher Ballwechsel kommt oder so, das sieht schon ziemlich realistisch aus. Also die haben da die Bewegungsmuster wirklich gut abgestimmt. Es sieht schon ziemlich gut aus, aber die Gesichtsanimationen, die kommen leider nicht so gut vor, aber das kann man bei einem DS-Spiel nicht verübeln. Also für DS-Verhältnisse ist halt gut, nur dass es dann so 8 oder 16 Byte-mäßig dann jetzt auf der Karte oder auf dem Spielfeld schon selber so rüberkommt, sieht irgendwie lächerlich aus. Dennoch ist es gar nicht so schlecht. Der Sound, der ist schon ziemlich geil geworden. Auch bei den Zwischensequenzen ist nicht der Sound schon ganz gut rübergekommen. Auch aber im Vergleich zum ersten Teil nicht so gut, weil der Ton ein bisschen rauschiger klingt und auch die ganzen Stimmen dazu, die waren schon... Im Intro sind sie weitaus hochqualitativer. Die Intro-Musik, Elf Überflieger, aber die dürfte ich euch hier nicht hören lassen. Auf YouTube ist sie, glaube ich, nicht erlaubt.
Und ja, weißt du was, auch bei Inazuma Eleven Strikers, da musste ich ja, da wollte ich ja den ersten Part nochmal umändern und die über YouTube Editor die Intro-Musik rauslöschen lassen, weil ja die Copyright geschützt war. Und nicht, dass irgendwann die GEMA mal das vielleicht sperren würde, das Video, weil es war dabei noch verfügbar. Aber aufgrund dessen, da es zu viele Aufrufe hatte, musste ich eine Kopie davon erstellen, sozusagen als neuen Upload. Und da haben sich dann schon viel zu viele gewundert und fragt, hey, wieso nochmal, bla 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 und so weiter und so fort, obwohl ich dann eh schon die ganze Zeit in Comics geschrieben habe. Lest meinen Kommentar. Ja, Leute, bevor ihr irgendwelche Comics abgibt, wie zum Beispiel, warum ist das, wenn ich die Frage schon beantwortet habe, steht alles in der Videobeschreibung oder auf dem Kommentar. Da müsst ihr vorher lesen und dann erst schreiben, klar? Dann müsst ihr schon gescheit genug dafür sein. Und jetzt, ja, auf jeden Fall, der Sound ist echt genial. Nur, im ersten Teil waren, glaube ich, die Cutscenes schon ein bisschen besser mit dem In-Game-Sound abgestimmt. Also hier haben sie es leider ein bisschen schlechter gemacht. Und es wäre schön gewesen, wenn sie mal die deutschen Synchros nach der TV-Serie angepasst haben. Aber ich glaube, dieses Spiel kam erst... die deutsche Serie kam erst nach diesem Spiel heraus. Die ja zumindest die erste Staffel, die bis heute ja noch nicht zur zweiten Staffel umgeändert worden ist. Vor allem wissen wir ja, dass anscheinend das Anime-TV-Fernsehen nicht mehr auf RTL 2 zu sehen ist, denke ich mal. Ich weiß nicht, wie das jetzt wirklich ist, dass es jetzt nur mit dem Internet ist. Weil dafür hätte ich jetzt keine Zeit, gar nicht, weil das würde ich wirklich nicht... Das würde ich sozusagen gar nicht befürworten. Das hat Pokito oder wer auch immer jetzt für das deutsche Anime auf RTL 2 verantwortlich ist, überhaupt scheiße geregelt. Also, nein. Das alles jetzt auf Internet zu ändern, wo dann die Kinder zum Anschluss überhaupt kein Internet haben und jetzt im Fernsehen, jetzt sich wundern seit Wochen, warum kommt nichts mehr ins Fernsehen, ist etwa alles abgesetzt worden? Und auch manche sogar kein Bezahlfernsehen haben, weil die meisten anderen nur in Bezahlsendern laufen. Ja, was soll man dazu sagen? So manche haben überhaupt kein Internet und gucken jetzt in die Röhre, beschweren sich unnötig, die Anschaltquoten sind bestimmt dadurch jetzt geringer, weil, hallo? Was sollte das denn? Ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich durchsetzen wird, weil ich glaube eher nicht. Ich weiß ja auch nicht, wie lange das jetzt noch der Fall sein wird, weil ich habe schon regelmäßig am Sonntag in der Früh geguckt, aber nee, da ist bisher nichts. Also es sind nur Lappe-Filme. Aber schauen wir mal, ob sich das vielleicht irgendwann wieder ändern wird. Werden wir sehen. Das ist doch meine Meinung darüber. Und jetzt noch zum Spielspaßwertung. Es ist ja ein Fußball-Rollenspiel und so ein Anime-Spiel ist es zudem auch noch mehr oder weniger. Es ist halt nicht von Bandai oder so, das ist halt mehr so... Ja, so... Ja, wie sagt man dazu? Es ist halt ein anderer Anime, nicht direkt zu Bandai gehörend, aber es ist halt ganz, ganz okay, die Serie halt auch nicht schlecht, vor allem diese Spezialtechniken sind ganz gut in Szene gesetzt, aber sowas wird in Real Life nicht geben, also mit richtigen Fußball hat das ja nichts zu tun, fast gar nicht. Also so gut wie gar nicht, weil ich meine, hallo, dass man einen Ball in Flammen aufgehen lassen kann oder was auch immer für eine Sachen da vorkommen, das kann man niemals selber machen. Das ist halt ein bisschen zu unrealistisch dargestellt worden. Aber dennoch, ich find's schon krass, weil da haben sie wenigstens was einfallen lassen. Es ist halt ein bisschen anders. Es ist halt eine Abwechslung. Es sind halt immer noch fast dieselben Fußballregeln vorhanden, wie zum Beispiel auch die Fouls. Aber rote Karte zum Beispiel gibt's nicht. Da können wir froh sein, weil das wäre ein bisschen zu assi. Dennoch, Spielspaß, auch ein Rollenspielverhältnis ist ganz gut. Es ist halt so strategiemäßig auch noch aufgebaut, weil es auch noch zudem ein Strategiespiel ist, weil er auch noch taktieren muss und alles mögliche. Also Strategie-Fußball-Rollenspiel-Mischung ist wirklich gut gelungen. Ich hab's gefeiert, es hat mir Spaß gemacht, aber es ist für mich nur nebensächlich. Wenn ich Rollenspiele vorziehen möchte, dann eher so etwas wie, sowas wie Kingdom Hearts oder Dragon Quest und was auch immer. Und wenn ich Anime-Games mag, dann vielmehr Naruto. Aber in Sachen Gaming ist Mario und Sonic mein absoluter Favorit. Das möchte ich noch sagen. Also ich gebe dem Spiel eine Gesamtwertung von 8,3 von 10 Punkten. Also es ist wirklich gut geworden. Wenn auch mit ein paar kleinen Macken. Aber es vor allem das Abwehrsystem ist ein bisschen blöd gelaufen, weil man ständig des Öfteren hin und her und her und hinrennen muss, damit man dann endlich eine bestimmte Mannschaft abwehren kann. Warum zum Teufel ist da noch ein leeres Feld?
Wen sollen wir dann noch abwärmen können? Also, ich sehe schon hier, dass Genesis es zwar noch hatten, aber wahrscheinlich ist dieses Feld für die Dark Emperors vorbestimmt. Das werde ich mir auch nochmal angucken. Ja, Ravier kann ich nicht finden. Könnten wir aber gerne in den Comics mitteilen, wie man ihn genau finden soll. Das können wir uns jetzt noch schnell angucken. Hoffentlich können wir hier durchswitchen. Also hier gibt es wirklich über Bekannte einen Haufen Möglichkeiten, Spieler zu finden. Hier zum Beispiel haben wir auch Afrodi. Ist er das? Ich weiß nicht. Es sind zu viele Felder, wenn man also das Spiel so richtig absuchtet und hundertprozentig alle Spieler haben möchte, dann kann man hier schon lange, lange, lange Zeit damit verbringen. Das ist auf jeden Fall der Fall. Aber das werden wir in diesem Let's Play nicht machen. Ein 100% Let's Play wird es auf jeden Fall nicht geben. So Leute, das war mein Gesamtfazit über dieses Spiel und das war's mit Let's Play Inazuma Eleven 2. Weiter geht's dann mit einem etwas anderen Anime-Rollenspiel. Welches das ist, werdet ihr dann sehen. Ich glaube, ich habe es eh schon längst angeteasert oder längst erzählt. Das wird das neue Projekt, das ich gleich damit anfangen werde. Wenn euch dieses Let's Play gefallen hat, gebt einen Daumen hoch und wir sehen uns dann wieder beim nächsten großen Let's Play. Ich hoffe, ihr seid dann wieder dabei. Seid gespannt und schaltet wieder ein. Euer Crush WodiFreak89. Ich bedanke mich fürs Gucken und wir sehen uns. Und seid nicht böse, wenn es in nächster Zeit kein Inazuma mehr geben wird, weil wenn wirklich die Wii U etwas so etwas rausbringen wird, wie sowas wie für so eine Art DS-Player und so, dann werde ich mir auf jeden Fall Inazuma Eleven 3 holen. Bis dahin. Weil es wird dann wahrscheinlich nicht zum Release kommen. Aber wenn ich das Ding bekomme, dann... Ja. Dann werde ich mir auf jeden Fall Inazuma Eleven 3 holen. Und dann werde ich euch weiterhin mit schönster Qualität beliefern. Aber wahrscheinlich werde ich das nicht hier so nebeneinander aufgestellt aufzeichnen können. Aber wir werden sehen, wie ich das noch regeln kann. Bis dahin, danke fürs Gucken. Wir sehen uns beim nächsten Let's Play. Auf Wiedersehen und tschüss, Leute. Now you know.